So Leute, ich habe gerade gesehen, der Alexander Sretzky hat hier vorm Training einfach mal zwei Nüsse genascht. Der kriegt dann richtig den Arsch voll. Und nachher bin ich schuld, wenn die Form nicht passt. Jetzt Leute, jetzt werden wir euch mal zeigen, was pur High Intensity bedeutet. Dem Jungen geht's viel zu gut, der ist überhaupt nicht auf Diät. Wir werden jetzt ein Beintraining machen. Ich hasse Beine. Jeder hasst Beine. Wir werden jetzt binnen kürzester Zeit die Beine so richtig zerstören, beziehungsweise zum meisten ziehen. Keine Ausreden, los geht's. Wir machen heute 3 Sätze. Warm machen heißt für dich mit einem kleinen Gewicht 20 Wiederholungen. Du schickst schon beim ersten Satz richtig Blut rein. Nee, das Gewicht war schon okay. Das Gewicht passt. So, jetzt geht's los. Isolationsübungen zu Recht in deinem Fall. Los geht's. Wir schicken da Blut rein. 2, 3. Ruhig und gleichmäßig. Es geht nur darum, Blut reinzuschicken. 4. Boom. 7. Aufblasen werden wir die. 8. Die Streichhölzer. Nein, das sind keine Streichhölzer. 10. Und 1, boom. Ich habe echt immer das Problem, aber bei allen, egal ob das Nautilus, was sind das hier? Gym 80 oder was weiß ich, immer hier auf den letzten Zentimetern. Langsam runter. Du bist natürlich auch ganz schön groß. Das ist nicht optimal für die Maschinen. Die Maschinen sind nur für Normalverbraucher geeignet. Sprich, alles zwischen 1,70 und 1,90 ist so Standard. Dafür sind die gemacht. Und ich bin ja 2,15 Meter. Dann guck ich das mal an, die Beine sind echt gar nicht so schlecht. Sack. Bam. Was schneidest du aus? Du feines mittlere Bein. Ja. Das ist eine Mitte. Ja. Okay. Der wird natürlich proportional klein, weil die anderen die Beine so dick sind. Ja. Da kann ich eine gute Geschichte zu. Deswegen habe ich mit Bodybuilding angefangen, weil mein Penis einfach überproportional groß wirkte. Und damit das passt, habe ich meinen Körper drin. Ich mache auch mal einen guten Freund, der. Naja, das will ich jetzt nicht erzählen. Quatsch, du hast Kuchen gegessen, ne? Nee, Kuchen habe ich nicht gegessen. Obst habe ich gegessen. Aha, er hat sich mit Obst auf den Geburtstag seines Sohnes gedopt. Ja. Das ich habe mir extra Reiswaffeln hingestellt. Und dann habe ich angefangen, Obst zu essen und ein paar Nüsse. Deswegen waren die jetzt auch nicht mehr. Deswegen bist du auch gerade so extrem aktiv, ne? Hast du mitgezählt? Wurde total aufgebläht. Ja, naja. Also ich muss aufpassen, dass hier nicht. Satz Nummer 1. Es gilt, die Oberschenkel maximal mit Blut zu füllen. Wenn gleich ist, auch Isolationsübungen sind, aber spielt gar keine Rolle. Let's go. Boom. Richtig durchstrecken, ne? Ja, aber natürlich. 2. Pusch, entspannt. 3. 4. 5. Ja, auch ein Functional Trainer macht manchmal Beinstrecken. 6. Weiter. Aber ich merke schon, dass ich echt nicht mehr... Quatsch nicht! 8. Ist mir jetzt scheißegal. Weiter. Und 10. Zieh durch den Scheiß. 1. Ist die 11. Und die 12. Boom. Und weiter. Ich helfe dir nicht. 3. Letzte 2, komm. 1. Und die 2. Push. Yeah, good. Ja. Weiter. Laufen wir total überwertet, komm. Okay. 1. 2, bam. Ohne Absätze oben. 3, push. Bam, runter damit. 4, Druck. Weiter, noch 5. 1, runter. Weiter, 2, runter. Weiter, 3, bam. Ja, 4, boom. Und die 5. Yes, okay, reicht aus. Gut. 2 Minuten Pause sind um. 2. Satz. Maximale Intensität. Und los geht's. 1, 2. Und die letzte, 2. Zack. Okay, gut. Das Problem ist nicht die Kraft, sondern der Schmerz. Aber Schmerz ist nur ein Gefühl, das kannst du ausblenden. Komm. Du hast Obst und Nüsse genascht. Da geht einiges. Komm. 2. Boom. So, Alex, wir haben jetzt 2 Sätze intensiv Streckerbeuge gemacht. Hast du Blut in deinem Bein? Ordentlich Blut. Sehr schön, okay. Das Blut wollen wir jetzt mitnehmen. Hör zu, das Blut wollen wir jetzt mitnehmen. Wir wollen, dass es in den Beinen bleibt, beziehungsweise dass der Pump noch schlimmer wird. Okay. Ich möchte, dass du mit diesem im Moment leichten Gewicht das Gewicht langsam runterlässt, am untersten Punkt kurz pausierst, die Spannung mit dem Oberschenkel hältst und dann wieder rausdrückst. Okay. Okay? Wie viel Wiederholung? Ist mir scheißegal, 12 bis 15 von mir aus. Langsam runter und kurz pausieren. 1. Der Rücken bleibt aber fest. Untere Rücken bleibt fest. Spannung halten. 2. Genau. Langsam runter. 3. Halt mal ein bisschen mehr gegen. Halt mal gegen beim Oberschenkel. Langsam runter, Knie raus.
4. Das ist besser. Du musst gar nicht ganz so explosiv drücken. Ich möchte, dass du wirklich primär nur mit dem Oberschenkel presst. Okay. Wir haben hier eine Beinpresse, die ist bequem und wir können uns voll auf den Oberschenkel konzentrieren, also tu es auch. Okay. Langsam und kontrolliert runter und moderate Geschwindigkeit hoch, nicht um jeden Preis explosiv, okay? Okay. 3, schub. 2 noch. Langsam runter, schalt schön gegen, komm. Gegenhalten, warten und nur mit dem Oberschenkel. Gut so, Pause. Alex, der dritte Satz, das müsste jetzt langsam ein Arbeitssatz sein, wir haben uns jetzt lang genug mit den kleinen Gewichten aufgehalten, jetzt geht's langsam ans Eingemachte. Los geht's. Push. Ich will mehr Pause und du sollst nur mit dem Oberschenkel pressen. 2. Da sind noch 3 Dinger, komm langsam runter, nicht ausruhen, komm. Drücken. 2 noch, komm. Slow down and push. Letzte nur für mich, komm. Und so gut. Ah, der Papa hat dir aber schön starke Beine mitgegeben, du. Schön kurz und schön dick. Frei nach dem Motto Last Set, Best Set, geht's jetzt nochmal los. Wir haben es eben besprochen. Hast du das gelesen oder was? Was? Nee, sieht das steht so drauf? Ach so, nee, wusste ich nicht. Das ist Zufall. Er lacht noch, Leute, er lacht noch. Das ist noch nicht hart genug, das Training. Okay, denk dran. Langsam und kontrolliert nur mit dem Oberschenkel pressen. Nicht umsonst eine Beinpresse. Los geht's. 1. Der Rücken muss noch fester. Der Rücken muss viel fester. Kontrolliert. 2 Schub. Geh mal nicht ganz so tief. Halt mal die Spannung. 3 Schub. 4. Bam. 5. Oben anspannen, nicht entspannen. 10. Und 5 Dinger. Jede Wiederholung wird genossen. 1. Komm, slow down. 2. Halt schön gegen unten. Komm, 3 noch. Easy going. Come on. 1. Langsam runter. 2. Komm, nur noch wenige Tage. Weiter. 3. Und 2 Bonus für mich. 2 Bonus nur für mich. Langsam, 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 langsam. Und push. Und die letzte. Komm. Jetzt wird anstrengend. Schub. Jawohl, gut. So, hast du jetzt endlich Blut in deinen Oberschenkel, verdammt. Gut. Ich stelle gerade fest, dass ich beim Alex noch die Daumenschrauben ein bisschen fester ziehen muss, denn der ist einfach. Der ist einfach noch zu schön. Unkaputtbar! Ja? Unbesiegbar! Na, das wollen wir doch mal sehen. Jetzt zeigst du mir erstmal, wie der Kniebeuge funktioniert. Ich bin gespannt. Erstmal 10 bis 12, ja? Es ist kein Wunder, dass dieser Mann Weltmeister war im Rudern. Der hat nämlich eine unheimlich gute Genetik mit sich. Der hat vorher nicht mal Beine trainiert und hat trotzdem wirklich ein dickes Bein vorzuweisen und ist auch relativ stark in Anführungssprechen für sein Körpergewicht und dafür, dass er es nicht trainiert hat. Dafür, dass er so schwach aussieht. Zumindest oben rum, Bursche. Zeig ich mal her. Sollte man nicht unterschätzen. Eine alte Kampfsau. So, 10 bis 12 wieder, komm. 1, 2, komm. 3, boom. 4, 5, 6, zieh durch. 7, 8, weiter. 10, gib mir noch 2, komm. Machst du fertig. 1, boom. Und die letzte. 2, boom, okay, gut. So, wir haben jetzt einen 50er, einen 80er, auch nochmal 12 Wiederholungen. Jetzt gehen wir auf 100 und gucken mal, was rauskommt. Wenn er Pech hat und stark ist, dann muss er halt noch höher gehen. Ja? Easy. Nützt ja nichts. 100. Das ist also fast dein Körpergewicht. Let's go. Das ist Beleidigung, das weißt du, ne? Jetzt darfst du explodieren. Schub. Yeah, come on. Dann still. Und die 4. Boom. Keep going. 5. Jetzt wird's anstrengend, Boschi. 2 Stück noch. 1. Und die letzte, komm. Schieb hoch. Gut. Gut. Den Satz machen wir gleich nochmal. So, Leute. Unkaputtbar.
Ja, dafür euch also ein bisschen alter Poser. Wir müssen mal zusammen trainieren, dann mache ich dich richtig kaputt. Zumindest beim Beintraining. So, pass auf. Wir haben jetzt nur noch einen einzigen Satz. Und in diesem Satz machen wir ihn kaputt. Wir versuchen es zumindest, okay. Das heißt für dich 120 Kilo. Ja? Das geht schon mal rein. Ja, das, du machst so viel du kannst und dann ziehe ich einfach nur die Scheiben runter. Dann machst du mit 100 so viel du kannst und dann machst du mit 80 so viel du kannst. Okay? Okay. Ja. Lass die Sau raus, Alex, komm. High Intensity. Eins, vier. Ja, es wird anstrengend jetzt, komm. Zwei, still. Keep going. Drei, push. Steh. Komm, die musst du dir holen. Die holst du dir. Rücken fest und dann geht's los. Steh. Gut so, mein Ding. Die war schwer. Weg damit. Das ist auch schnell Schluss, ne? Ja. Sprüchen. Zack, runter. Das dauert zu lange. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, dich auszumachen. Okay. Scheiße. Nicht richtig. Schub. Komm mal weiter, Alex. Zwei. Schub. Genug Pause gehabt. Zieh durch bis zum Schluss. Drei. Bam. Vier. Komm, nur noch wenige Tage bis zum Tag X. Komm. Fünf. Rein damit. Komm. Oha. So, wir sind im Cardio-Training. Mit Gewichten. 80 Kilo. Komm, Finale. Schub. Zwei. Boah. Drei, stehen. Hoppa, komm. Vier, push. Easy going. Fünf. Schön. Weiter. Sechs, keep going. Sieben. Ich will drei. Eins. Weiter. Fünf. Zwei, Schub. Dann zieht euch, komm. Drei, Schub. Oh, die geht's hier zu gut. Komm weiter. Vier, bis nichts mehr geht. Und weiter. Komm, dann zeig mal, was du für eine Kampfsau bist. Schub. Komm. Jupp. Schub. Oh, da geht noch viel mehr. Komm. Mach ihn fertig. Komm mal, push. Steh auf. So, und jetzt noch zwei. Die werden schwer. Komm mal. Steh. Du bist ein Arschsack. Verarsch mich doch. Simulant. Schub! Okay, von mir aus reicht's. Schub! Komm, kein Problem! Schieb! Hast du immer noch nicht genug? Ah, zieh durch jetzt, komm! Zieh durch! Schub! Ja, der war Zeit, du, schön! Der Mann ist nicht umsonst Weltmeister geworden. Hast du irgendwas zu sagen? Ich kann nicht mehr. Ich hab Staub im Mund. Was machen wir jetzt? So viel zum Thema Beintraining. Ja. 20 Minuten. Vielleicht waren es auch 23 und wir haben die Beine richtig schön gekillt. Ich bin total kaputt. Wir kriegen es auch noch schneller hin, aber in diesem Fall haben wir es mal so gemacht. Ja. Also versucht also auch in Diätphasen so kurz und knackig wie möglich zu halten, das Training. Du kannst immer hart trainieren. Und wenn es nur 20 Minuten sind. So sieht's aus. Ich gucke mir den Alex gleich mal an, mache nochmal eine Sichtung und dann besprechen wir uns nochmal, wie es den nächsten Tag weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Johannes Lukas und Alex Ritzki.